zeitlosen Einsatz für Gleichberechtigung und Menschenrechte ist der Baptistenpastor und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King auch heute ein Vorbild. Und in einer Mischung aus Gospel, Rock'n'Roll und Pop mit bewegenden Melodien und eindrücklichen Texten erzählt das gleichnamige Kurmusical von dem Traum, den Martin Luther King damals hatte. Und wir als Gemeinde erinnern uns, der 18. Januar in diesem Jahr, ein Samstag, wunderbares Konzert Martin Luther King hier in Hamburg. Und wir haben uns riesig gefreut, mitmachen zu dürfen, als Gemeinde Kooperationspartner zu sein. Es hat nachhaltig dazu beigetragen, dass wir ganz, ganz positiv drauf waren nach diesem wunderbaren Abend. Und dann kam die große Nachricht. Veranstaltungen ab 1000 Menschen werden nicht mehr durchgeführt. Wenige Tage später Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen werden abgesagt. Und jetzt befinden wir uns in einer Kontaktsperre. Nichts geht mehr. Auch nicht im kulturellen Bereich. Aber davon lassen sich die Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht abschrecken. Und so geht es auch der kreativen Kirche in Witten. Ich will wissen von Marcel Volkmann. Er ist Abteilungsleiter in dem Bereich Chormusicals der kreativen Kirche. Wie geht's den Jungs und Mädels der kreativen Kirche? Was machen eigentlich die Künstlerinnen und Künstler? Wie geht es mit dem Chormusical Martin Luther King weiter? Ein Gespräch mit Marcel. Ja, Marcel, vielen Dank, dass wir miteinander telefonieren können. Wir erinnern uns als Hamburger noch mit ganz, ganz großer Begeisterung an das fantastische Musical Martin Luther King hier in Hamburg im Januar. Welche Reaktion habt ihr denn eigentlich im Nachgang dieses Musicals hier in Hamburg erlebt? Ja, die Feedbacks waren natürlich überwältigend. So ein großer Chor, es waren ja über 1300 Sängerinnen und Sänger, die gleich zweimal eine Aufführung gestalten durften vor 4.500 Zuschauern. Das war natürlich phänomenal für viele, wenngleich ein kleiner Wermutstropfen natürlich die Sporthalle in Hamburg jetzt nicht die Location unbedingt ist, wo man große Chor-Events idealerweise machen sollte oder machen kann. Aber drumherum, auch wenn es sonst eine Veranstaltungsstätte für Sportveranstaltungen ist, war es rundherum bunt. Und ich glaube, viele haben mitgenommen, nicht nur den Traum von Martin Luther King, sondern auch das, was das für uns heute bedeutet. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also wir haben ganz, ganz viele positive Stimmen gehört. Und danach ging es ja für euch weiter in die anderen Städte in Deutschland. Und erzähl doch mal, wir haben ja jetzt eine komplett andere Situation als vor 14 Tagen noch, Corona überall. Als dir und euch von der kreativen Kirche klar wurde, über welche Dimension wir hier reden, was hat das eigentlich für den Ablauf der Musicals in Deutschland für euch bedeutet? Auf einer Seite ist es natürlich so, dass wir bei einer Fahrgeschwindigkeit von 120 oder 150, kann man sagen, natürlich auf Null jetzt gerade runtergebremst wurden. Du sagtest gerade, nach Hamburg ging es ja bei uns direkt weiter, nach Ludwigsburg, dann nach Münster. Und ich sage mal, Augen auf bei der Berufswahl, jede Woche Sängerinnen und Sänger jeweils aus der Region, das hat riesengroßen Spaß gemacht. Man merkte auch nach und nach, auch wie du natürlich intern bei uns die Prozesse immer besser wurden. Es wurde noch einmal am Licht gefeilt, also so Nuancen, die vielleicht der Zuschauer oder der Chorist gar nicht sieht, aber wo wir immer noch weiter an der Show gearbeitet haben. Mhm. Und so nach und nach kam natürlich das Corona-Thema auch auf. Spätestens als wir in Bochum waren, gab es wenige Personen, das waren 10, die an der Abendkasse standen und ihre Tickets umtauschen wollten. Die sagten natürlich, wir möchten unser Geld zurückhaben, weil wir die Veranstaltung nicht sehen können. Ja, und manche Zuschauer waren dann noch so locker drauf und sagten, naja, wenn sie jetzt schon hier sind und sie stehen schon an der Abendkasse und sind vielleicht noch mit der S-Bahn gekommen, dann haben sie sich eh infiziert. Und wenn es ganz schlimm laufen sollte, dann stehen sie vielleicht demnächst vom Herrn. Dann können sie sich aber jetzt auch noch das Chormusical anschauen, weil das wird bestimmt richtig klasse. Also da haben wir noch Späße gemacht, wenngleich wir natürlich auch verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen sind. Ja, und dann gab es eine Vollbremsung. Wir hatten jetzt Anfang des Monats, am 7. März, an dem Samstag, noch zwei Aufführungen in der Stadthalle in Braunschweig. Einen Tag später, an dem Sonntag, gab es die Pressekonferenz und die Mitteilung von Bundesgesundheitsminister Spahn, der mitteilte, keine Veranstaltung über 1000 Personen mehr zu besuchen. Das war zunächst ja eine Empfehlung, was dann abends im Fernsehen, das haben wir natürlich alles mitverfolgt, dann vom NRW-Gesundheitsminister eigentlich schon als Empfehlung und dem ist auch Folge zu leisten, weitergedeutet wurde. Und wir haben uns dann gleich Montag drauf, also den 9. März, dran gemacht, weil wir gesagt haben, solche Empfehlungen, nicht nur weil wir Kirche sind, sondern auch weil wir Menschen sind und weil wir Verantwortung für andere haben, das können wir jetzt nicht einfach ignorieren und sagen, ach, passt schon, wir fahren jetzt das Wochenende nach Bayreuth und wer nicht mitsingen möchte, der kommt halt nicht oder. Nein, wir haben an demselben Tag noch versucht, unsere Tournee umzuplanen. Viele andere ja auch und sind ganz glücklich, dass wir in unserem Tourmodus dann im Oktober zulegen
und so den über 2.500 Mitwirkenden, die noch keine Aufführung hatten, und den fast 10.000 Zuschauern so noch eine Alternative im Herbst zu geben, das Musical zu sehen. Ja, also großes Umorganisieren überall, natürlich auch bei euch. Wohl wissend, dass man jetzt noch gar nicht absehen kann, über welchen Zeitrahmen wir reden. Aber Oktober scheint ja noch sehr weit weg zu sein und wir hoffen alle, dass es dann ja natürlich auch wieder unter normalen Umständen weitergehen kann, das Leben. Was bedeutet das eigentlich für die Künstler, also für die professionellen Darsteller auf der Bühne? Ja, dem ganzen Kunstgewerbe geht es ja im Moment so, dass gar nichts aufgeführt werden kann. Sind die down? Wie gehen die mental mit der Situation um, jetzt nicht auftreten zu können? Ich habe mit einigen Kontakt. Wir sinsen natürlich, schreiben eine WhatsApp-Nachricht und stimmen uns auch ab. Ich glaube, die sind so down, wie andere auch down sind. Also bei uns ist natürlich das Büro jetzt gerade, wo ich bin, ist leer. Ich bin der Einzige, der hier drinne ist, also quasi die Stallwache noch. Wir sind alle im Homeoffice, soweit es geht. Natürlich ist auch viel weniger Arbeit da, weil von heute auf morgen gibt es nichts mehr zu organisieren, weil all das, was zu organisieren gäbe, das ist dann erst im Herbst, beziehungsweise wir planen noch weitere Konzerte 21, aber auch da sind wir am Prüfen, können die so wie vorgesehen stattfinden oder verschieben wir sogar noch. Also da gibt es natürlich Überlegungen und auch Sitzungen hier mit 2-3 Meter Abstand immer in den Besprechungsräumen oder halt per Video. Ja, und die Musiker, das nämlich so war, haben natürlich sich auch ein kleines Alternativhobby jetzt organisiert. Viele machen YouTube-Videos, viele haben vielleicht noch andere Dinge und versuchen sich so die Zeit zu vertreiben. Aber bei denen ist es natürlich auch wirtschaftlich als Selbstständige, manche sind natürlich auch bei Theatern angestellt, aber manche auch selbstständig, ist es natürlich auch eine, ganz große finanzielle Umlandung. Deswegen finde ich, wenn ich so ein bisschen, man bemängelt ja mal Politik und wie Politik langsam sein kann und aber da finde ich schon, da merkt man so, man fühlt sich gar nicht alleingelassen, zumindest ist das meine ganz subjektive Wahrnehmung. Und von den vielen Programmen, die jetzt aufgesetzt werden und auch, dass die Kulturstaatsministerin Grütters sagt, ich lasse die Musiker, die Solo-Selbstständigen und alle, die da von betroffen sind, lasse ich nicht alleine. Das ist jetzt von heute auf morgen nicht sofort passiert, sondern die auch noch ein paar Tage brauchen für die Formalien. Aber ich glaube, das stimmt auch die Musiker, die Solisten, die Solo-Selbstständigen, stimmt die auch positiv. Du hast es eben angesprochen, also das ist die eine Seite. Die andere ist tatsächlich ganz, ganz viel Kreativität im Netz, gerade in YouTube, wo man dank der modernen Kommunikationsmittel Konferenzschaltungen machen kann und Meetings, ja, dass sogar auch Musikstücke gespielt werden können, obwohl die Musiker an ganz unterschiedlichen Orten der Welt sitzen. Also ganz viel Kreativität kommt auf einmal und man entdeckt die Möglichkeiten mit der Zeit. Seht ihr denn als kreative Kirche bei all dem, was auch wirklich ganz, ganz belastend und schwierig ist für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze, für die Gesundheit, seht ihr in dieser Krise eine Chance? Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, jetzt nicht für die ganze Kreativkirche, aber aus meinem ganz subjektiven Blick ist es natürlich auch einmal eine Chance. Also die Digitalisierung in Deutschland, wir beschweren uns immer darüber, dass im ICE das Internet nicht gut genug ist, dass die Gemeinden vielleicht mehr online machen müssten. Aber ja, heute müssen sie es einfach machen. Also ich glaube, der Zugang zu den Menschen, da wo man vielleicht als Kirche vielleicht nicht mehr ganz so stark war, vielleicht auch jüngere Bevölkerungsgruppen gar nicht erreicht hat, das ist jetzt eine Chance, die aufzugreifen und ja so modern, so hip zu sein, um auch mit unseren Inhalten anzukommen. Denn wir haben so eine tolle Nachricht, die wir allen Menschen mit. Und die hält, glaube ich, auch. Und das ist auch eine Chance, dass wir den Menschen jetzt Halt geben können in dieser schwierigen Situation und das ja auf so vielfältige Art und Weise. Wenn ich im ZDF gestern den katholischen Gottesdienst schauen kann, auf YouTube habe ich mir den Gottesdienst der Kreativen Kirche um 11 angeguckt. In Hamburg gibt es viele Programme, die laufen. Also das ist doch toll, das ist eine Chance, die ja sogar schon genutzt wird. Und im Persönlichen finde ich, hey, mit der Zeit, natürlich kann man viel Fernsehen gucken, Bücher lesen, aber man kann auch dank FaceTime und WhatsApp-Video mit Menschen wieder Kontakt aufnehmen, mit Familie sprechen, hey, fragen, wie geht's euch? Also es wird alles so ein bisschen langsamer und ich glaube, so ein bisschen Langsamkeit in unserer hektischen und globalisierten Welt tut uns auch mal gut, ohne dass wir jetzt faulenzen oder Panik bekommen. Ja, etwas Pause und Gelassenheit in einer digitalisierten Welt ohne Panik. Das ist genau das Thema. Vielen Dank, Marcel Volkmann, für das Gespräch und einen lieben Gruß an die Mannschaft in Witten. Er verriet mir noch, dass am 4.4., an dem Todestag von Dr. Martin Luther King, eine ganz besondere Sache geplant ist. In der Zusammenarbeit mit Bibel TV soll das Chormusical Martin Luther King aufgeführt werden, da gerade ja keine
Live-Konzerte stattfinden können, eine wunderbare Möglichkeit mitzumachen, mitzusingen, mitzuklatschen und dieses wunderbare Werk zu genießen. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir hier in unserem kleinen redaktionellen Beitrag die Originalmusik verwenden dürfen als Unterlegung in diesem Podcast. Euch alles Gute, bleibt gesund, wird befohlen, wir hören uns auf diesem Kanal. Tschüss!